Ich hab jetzt 2 Jahre gespart, hab jeden Pfennig umgedreht. Hab mir nichts geleistet, wann ich im Kino, wann ich fort. Ich hab mein Auto noch verkauft, da brauchst du viel Geld. Wenn's dir ein Ticket kaufst, nach Thailand und zurück. Ich steh im Flughafen, mein Riemen, es ringt wie Zau. Aber nicht mehr lang, dann hab ich so eine Palme im Strand. 10 Stunden am Tag scheint mir da Sonne auf mein Bauch. 12.000 Mark hab ich dabei, ich hoff, das gelangt. Der Flug ist langweilig, ich zähl nur mit mein Geld durch. Bis auf den letzten Pfennig alles kalkuliert. Ich hab mir ein Torblatt gefärbt, damit ich noch was ausschau. Weil ich halt weiß, worauf die Thai Girls fliegen. Ich steig in Bangkok aus, brutal so eine Hitzen. Mir laufen die Sucht ein, knackig, geschwitzt wie Zau. Ich fang zum Suchen an, hab bloß 3 Wochen Urlaub. Ein guter Deutscher kauft in Thailand rund 2 Frauen. Meine Schuhe sind aus Italien, meine Socken aus der Schweiz. Meine Hosen aus England und mein Hemd aus der Türkei. Meine Vorhänge, die hab ich mir in Japan drin gekauft. Und aus Südamerika, da ist mein ganz Geschirr. Aber eine Frau, die kauft man sie in Thailand drunter. Da gingen Weiber billig her, hey. Hey, eine Frau, die kauft man sie in Thailand drunter. Da gingen Weiber billig her. Vorsichtig beim Einkauf solcher Sachen. Bei uns probiert man's gewandt ja auch, bevor man's kauft. So bin ich fast 3 Wochen am umeinander fegeln. Aber dann hab ich's gefunden, ich kauf die Katze nicht gleich im Sack. 4.000 Mark für die Alten find ich ganz schön happig. 500 Kosten und ihr Arzt, der's untersucht. 2.000 Pflege und wir flufen danach Minger. Ich hab mir nicht gedacht, dass der Spaß so teuer wird. Meine Schuhe sind aus Italien, meine Socken aus der Schweiz, meine Hosen kommen aus England und mein Hemd aus der Türkei. Hey, meine Vorhänge, die hab ich mir in Japan drum gekauft und aus Südamerika, da hab ich mein ganz Geschirr. Aber eine Frau, die kauft man sie in Thailand drum, da gingen Weiber billig her. Hey, hey, eine Frau, die kauft man sie in Thailand drum, da gingen Weiber. Alle sind alle im schließlich Kunst, ja. Nicht in die Fetzen rumrennen, die so gehabt hat. Aber schließlich kauft man sich sowas nicht jeden Monat. Das ist eine Anschaffung fürs Leben, hab ich mir gesagt. Und wenn ich es wirklich gesagt habe, schick ich es halt am Strich. Das sind dann auch nur ein paar Marken bei dazu. Und wenn ich es ausgelutscht habe, verkaufe ich es einfach weiter. Hey, am Blätten finde ich schon, der's mag. Dem gibt's genug. Meine Schuhe sind aus Italien, meine Socken aus der Schweiz, meine Hosen aus England und mein Hemd aus der Türkei.
meine Vorhänge, die habe ich mir aus Japan mitgebracht. Und aus Südamerika, da ist mein ganz Geschirr. Aber eine Frau, die kauft man sich in Thailand rund, da gingen Weiber billig her, hey. Eine Frau, die kauft man sich in Thailand rund, da gingen Weiber billig her, weißt du schon? Eine Frau, die kauft man sich in Thailand rund, da gingen Weiber billig her, aber genau, hey. Eine Frau, die kauft man sich in Thailand rund, da gingen Weiber billig her.